heißkalt informiert, die Prostatamassage. Nur einmal kurz, um wirklich genau zu wissen, wo sie liegt. Man sieht hier Penis, Hoden, Analkanal und da liegt diese kleine, so walnussartige, große Drüse. Und die kann man massieren. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, von außen und von innen. Und ich hake ab, mal ganz kurz die von außen ab. Da kann man sich nämlich vorstellen, wenn man hier am Perineum, hier ist ja die Rosette, hier sind die Hoden, dazwischen, wenn man hier doll genug reindrückt, dann kann man die indirekt erreichen. Und die mag Druck. Und das ist eine Möglichkeit für Männer, die nicht unbedingt drauf stehen, hinten was eingeführt zu bekommen, also anal was eingeführt zu bekommen, kann man trotzdem ein bisschen Prostatagenuss bekommen. Aber ich möchte hier heute ein bisschen mehr über die Innenmassage sprechen. Und da weise ich hier höflich darauf hin, wer wirklich genau wissen muss, möchte, wie man reinkommt, ohne dass es wehtut und, bitte die Analblocks vorher gucken. Weil da geht es auch um das Eindringen hier an einen Ort, wo nicht so gerne eingedrungen lassen wird. Also das ist, da kommt meist was raus. Aber man kann rein, wenn man die Reflexe überlistet. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wir schon drin sind mit einem Finger oder, ich muss es hier auch sagen, ein Spielzeug. Also jegliches, was eine glatte, weiche Oberfläche hat und kann mit der Prostata spielen. Darum geht es nämlich jetzt. Die mag Druck, die mag kein Pieksen, kein Kratzen. Und deswegen, also einmal drin, erster Tipp, drin lassen. Nicht rein und raus, weil sobald man rein und raus da im Analkanal macht, will es wieder klemmen. Also routinierte Leute können das machen. Ihr hört das auch fast schon, langsam, wenn, dann ist besser als schnell. Aber bleibt lieber drin. Ihr habt also eingeführt und dann muss ich auch sagen, meist fühlt es sich so an, man muss schon sehr ziemlich weit rein. Aber es ist ja auch sehr individuell, wie ein Mann gebaut ist und wie lange Finger du hast. Aber wenn du drin bist, wirst du spüren können, so Art wie so eine glatte Fläche. Und je erregter der Mann ist, oder man könnte auch sagen, je näher dem Orgasmus sogar, desto leichter wird es, diese Drüse zu finden, weil sie sich füllt und anschwillt quasi. Und wenn du sie denn hast, dann kann man sagen, dann geht es nur darum, dass du streichst. Vielleicht streichst du so mehrere Male gleich, also keine wilden Fummeleien, mehr streichen oder von unten nach oben. Der Mann hat dann seinen Kopf da und da seine Beine und ich habe seine Drüse in der Hand. Oder du kannst drumrum, du kannst auch drücken und halten ein bisschen. Das ist eigentlich alles. Jetzt geht es nur darum, wie flexibel, kreativ du sein kannst in deinen Bewegungen und natürlich darauf, wie der Mann reagiert. Stell dir vor, du suchst eine G-Zone, du suchst eine bestimmte Stelle, wo dein Mann deutlich reagiert, dann bleibst du da ein bisschen. Es ist sehr individuell, es gibt kein weiteres Patentrezept. Einfach vorsichtig rein und anfangen zu streichen und zu drücken und die Reaktionen beobachten. Das ist es schon. Die Prostata des Mannes.